Einfach schön. Welches Lied mögen Sie denn am meisten? Alle. Alles hat mir gefallen. Super. War wirklich rund. Das erste Lied war am besten. Neu. Saturday Night. Ulm im Elton-John-Fieber. Nicht nur auf dem Münsterplatz, auch davor versammeln sich am Freitag trotz Dauerregens die Fans von Elton John, um von hier aus wenigstens ein bisschen was vom Konzert mitzubekommen. Haben Sie draußen zugehört? Ja. Draußen zugehört, ja. Wie war's denn? Angenehm, schön. Schöne Musik. Haben Sie also von draußen auch ein bisschen mitbekommen? Ja, sicher. Verhungern müssen jedenfalls auch die Zaungäste nicht. Es gibt besondere Würste, die Sie hier verkaufen. Elton John-Würste? Eigentlich nicht, das sind die ganz normale Stadtwurst. Na gut, hätte ja sein können, denn wenn so ein Weltstar kommt, ist manches anders. So stehen beispielsweise die Glocken des Münsters still. Aber wahrscheinlich wären dieses sowieso nicht zu hören gewesen, denn von Beginn an reißt Sir Elton John die Massen mit. How are you? You're wet, but you still bought a ticket and you still turn up. And I thank you so much for that. Über 2,5 Stunden hält Sir Elton John seine Fans bei Laune. Kein Wunder also, dass auch nach dem Konzert die Stimmung gut ist. Sie haben dem Regen getrotzt. Wie war es denn? Schön war es. Trotz Regen? Es war ja trotz Regen war es schön. Okay. Was hat Ihnen am besten gefallen? Die Stimmung an sich, das ganze Panorama außenrum und natürlich auch die geniale Stimme vom Elton John. Genial. Es war cool. Echt? Warum war das cool? Der hat gut gesungen. Okay, hat es dir auch gefallen? Ja, den schon. Die Rocketman war geil. Absolut geil. Können Sie es ansingen? Rocketman! Oh, nee, weiß ich nicht mehr, weiß ich, ich bin ein Schwab. Gott, wir kennen das alles aus Englisch. It's a little bit funny, this feeling inside. Crocodile Rock. Machen Sie mal. La, 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 na, das Singen überlassen wir dann wohl doch besser dem, der es wirklich kann.